Nike Vomero 14, die Version 2020. Es hat ein entscheidendes Update an dem Schuh gegeben, das uns Nike aber offiziell nie verraten hat. Was das kleine Update ist, was den Schuh jetzt gleich noch einmal um einiges besser macht, seht ihr jetzt. Da ist der Schuh. Nike Air Zoom. Vomero 14 gibt schon eigentlich seit 2019, ist aber jetzt 2020 doch mit einer Neuerung dahergekommen, ohne dass es uns Nike mitgeteilt hat. Aber diese Neuerung macht einen riesen Unterschied bei dem Schuh und macht ihn viel komfortabler. Nike hat bei dem Schuh zu Anfang sehr, sehr dünne und sehr kurze Zunge eingebaut, was für viele im Ristbereich zu einem Problem geführt hat. Die Zunge hat so knapp abgeschlossen, dass einfach der Abschluss der Schnürung oben sehr knapp war. Und speziell die ein bisschen einen niedrigeren Rist haben, haben den Schuh dann sehr eng schnüren müssen und haben deswegen oben Druckstellen bekommen. Und wie man jetzt sieht, was hat Nike gemacht? Man hat einfach eine neue Zunge eingearbeitet, viel dicker, wie die alte war. Und deswegen ist der Schuh jetzt extrem angenehm zu tragen, oder besser gesagt, so angenehm zu tragen, wie er eigentlich sein soll. Was ist speziell an dem Schuh? Wir haben da einen klassischen Trainingsschuh mit ca. 300 Gramm in meiner Größe, also US 9, 42,5. Und wir haben bei dem Schuh eine durchgehende Airzoom-Dämpfung. Airzoom ist ja aktuell in aller Munde, weil der neue Alpha Fly, den es ja in Europa noch nicht gibt, mit dem Kipchoge in Wien schon gelaufen ist, ja, da im Vorfußbereich zum ersten Mal diese offengelegten Airzoom-Pods hat. Dieser Schuh hat ein durchgehendes Airzoom-Dämpfelement. Man darf jetzt nicht glauben, dass Nike mit Airzoom noch nie gearbeitet hat. Also diese Dämpfung gibt es schon seit Mitte der 90er Jahre. Und sie haben es halt nur, im Gegensatz jetzt zum Alpha Flyer, früher bei den Schuhen immer ins Sohlenmaterial mit eingebaut. Das restliche Sohlenmaterial bei dem Schuh, wir haben da einen sogenannten React-Schaumstoff, also dieser React-Foam, das ist der gleiche Schaumstoff wie zum Beispiel beim Infinity React Flyknit, den wir ja auch schon angeschaut haben, der Trainingsschuh, der Verletzungen verhindern soll. Was ist jetzt der große Unterschied zwischen den zwei Schuhen? Wir haben da 10 mm Sprengung bei dem Schuh, wir haben gefühlt noch etwas mehr Dämpfung, wir haben keinen Rocker-Shape auf der Sohle, das heißt, der Schuh lässt sich einfach ein bisschen neutraler laufen. Er kippt nicht so gern nach vorne wie jetzt zum Beispiel der Infinity React und ist dadurch sehr stabil. Wenn wir jetzt von hinten auf den Schuh drauf schauen, der Schuh ist hinten im Fersenbereich relativ breit. Das heißt, er ist auch sehr, sehr stabil hinten und auch, wie man da sieht, es zieht das Sohlenmaterial relativ weit nach oben. Das heißt, wir haben in der Ferse einen sehr stabilen Schuh, ein Schuh, der uns gut führt, und wir haben natürlich auch jetzt im Gegensatz
zum anderen Schuh jetzt hinten, was die Ferse betrifft, einen viel massiveren Halt, weil wir einfach viel mehr Material hinten haben. Wir haben auch Nike-typisch, was wir ja auch von den Nike Pegasus-Modellen kennen, hinten diese hochgezogene Ferse, was aber sehr angenehm zu laufen ist und den Schuh einfach angenehm zu tragen macht. Wenn wir jetzt unten auf die Sohle schauen, das ist auch wieder ein super Trainingsschuh. Der Schuh hat schon weit über 100 Kilometer drauf und man sieht eigentlich an der Sohle noch nicht wirklich einen großen Abrieb. Das heißt, der Schuh ist von der Lebensdauer her sicher so, dass man mit dem 700 bis 1000 Kilometer laufen kann, ohne dass man jetzt große Probleme mit der Sohle kriegen wird. Vom Obermaterial her, wir haben da ein Mesh-Material oben, das auch wieder durchgehend ist, wo es keine Naht gibt, das sehr angenehm sitzt. Und von der Schnürung her, wir haben da so eine Schnürung, die sehr weit nach unten zieht. Dadurch lässt sich der Schuh sehr, sehr gut schnüren und sitzt da sehr angenehm am Fuß. Für mich aktuell einer meiner Lieblingstrainingsschuhe, wenn es auf normale Ausdauer, Longruns geht, aber auch wenn es einmal irgendwo ein bisschen schneller wird, also der Schuh kann problemlos auch bis 4.00 oder natürlich, wer es drauf hat, auch noch viel, viel schneller gelaufen werden. Man spürt nur dann natürlich irgendwann das Gewicht von 300 Gramm. Da gibt es ja schon Varianten von Tempo-Trainerschuhen, die einfach schon viel leichter sind. Deswegen einfach der Schuh nicht ganz optimal für sehr schnelle Sachen, aber wie gesagt, so als Daily Trainer absolut empfehlenswerter Schuh, vor allem jetzt aufgrund der neuen Zunge. Interessanterweise hat Nike das nie angekündigt, aber wenn ihr irgendwo nach einem Vomero 14 sucht, auch im lokalen Handel, was wir natürlich aktuell ja alle unterstützen sollten, dann schaut, dass der Schuh wirklich die neue Zunge drin hat, weil es macht einen riesen Unterschied bei dem Schuh einfach zu seinem Vorgänger. Er sitzt einfach viel, viel angenehmer. Was ich immer wieder bei den Videos dazu sagen muss, der Schuh ist nicht gesponsert, das Video ist nicht gesponsert, das ist rein meine persönliche Meinung zu dem Schuh, wie es mir damit geht. Und ich kann nur meine Erfahrungen weitergeben, das Video hat da niemand vorher angeschaut, um zu sagen, das Video wird freigegeben oder nicht. Ich kann sagen, Vomero Air Zoom 14 mit der neuen Zunge, absoluter empfehlenswerter Trainingsschuh. Wir sehen uns das nächste Mal.